Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2.de Prios. Ja, ich hatte das Video gemacht, dass ich das PvP-Video circa am 4.4. raushaue. Das hat nicht leider ganz geklappt. Also die Duelle und so weiter, die stehen auf jeden Fall. Aber halt das Intro noch nicht ganz. Und ja, deswegen, weil ich es halt wirklich ganz gut machen wollte. Und da das Ganze auch eine ganze Zeit lang dauert zu rendern und hochzuladen, weil ich das halt echt in der besten Qualität machen möchte, ja, muss ich jetzt einen kleinen Ersatzpart machen und ich habe hier ein Fenster versteckt. Wir haben hier Switcher und ich habe es nicht gemacht, beziehungsweise ich wollte jetzt nicht nochmal den Helm switchen, den Kardinalshut plus 9, einfach weil wir jetzt die letzten Switch-Parts immer wieder den Helm geswitcht haben. Und jetzt nehmen wir hier die Euphorie-Schuhe. Da sind momentan 10 Glocken, 4 Fächer, 6 Dolch, 5 Ohrmacht, 80 MP drauf. Also komplett Crap. Ich hätte ganz gerne da drauf 2k TP, 10 Crit. Das wäre echt geil gegen Magie-Chars. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. 1k TP, 10 Krallendev, 6 Pfeil, 5 Angriff, 6 XP Bonus. Ich befürchte, da brauchen wir nicht weiterreden. So, dann packen wir das Ganze doch mal ins... Oh, ja. Ah, da sind die Ärzte. Ja gut, dann... Was packen wir denn jetzt mal da raus? Hier die Schuhe, können wir mit zum Abnehmen... Fächer, ja komm, nehmen wir dann auch mal mit zum Ab hin. Und dann packen wir das hier mal wieder ins Lager. Und gehen auf den nächsten Char. Ist mal ein komplett anderes Feeling, wa? Nicht immer hier, da, ne? Ja. Auf die Nebenchars von Queenie. Auf Mr. King Fuzzy und so weiter. Sondern jetzt mal hier, seht ihr mal ein paar andere Chars. Die habt ihr vorher noch nie gesehen. Oder? Ich habe keine Ahnung. Hier Trollwut. Der hat rote Haare. So. Zweite Runde. Zwar mein Standardpasswort, aber das habe ich hier noch gar nicht. So. Hier ist doch mehr Platz. Herrlich. Das brauche ich aber nicht so. Dann zweiter Switcher. 5 Ohrmacht, 10 Schwert, 3 Verlangsamen, 10... Ja, gut. Das ist... Oh! Warte, 100% schreibt jetzt ein Mongo Muni. Ja. Ho! Woher wusste ich das nur? X, Quice, du bist heute der Mongo. Ja, gut. Aber ich glaube, den gibt es jeden Tag. Neue Kategorie, Mongo des Tages. Ist ja auch nicht böse gemeint. Oder doch ein bisschen. Aber nicht so böse. Aber schon ein bisschen. So, dritte Runde. Ja, ich hatte ja mal gefragt, so... Ach, gebe schon wieder Standardpasswort ein. Ob ich da die Switch-Parts immer so ein Laber-Part draus machen soll. Da habt ihr ja gesagt, ja, auf jeden Fall Laber-Part. Und deswegen mache ich ja auch keine Cuts. So, dritter Switcher. 2k TP, keine Crit. Also, 4 Glocken, Dev, 2k TP, 10 Zweiern, 10 Krallen und 50 MP. Ich hatte jetzt gerade gehofft, so, weil er 2x10% stand. Oh, Crit, Crit, Crit. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Das wäre ja auch zu schön gewesen. So, letzter Switcher. Und morgen könnt ihr euch dann echt aufs Video freuen. Der steht in der Wüste. Voll den Lager. Ja, also PvP-Video wirklich. Das einzige Problem war noch das Intro. Ich hatte da irgendwie 30 Sekunden noch schwarzes Bild, halt noch nichts eingefügt. Gebe schon wieder Standardpasswort ein.
Und ja, hab dann halt so überlegt, was kannst du da machen? Was kannst du machen? Oh. Was man alles so findet, wenn man hier mal auf die Nebenchats geht. Und ja, dann letztendlich, denke ich mal, habe ich eine ganz gute Lösung gefunden. So als, ja, Intro-mäßiges so. Weil da einfach die Musik richtig gut zugepasst hat. Und 500 TP, 15 Dolch, 15 Fächer. Boah. Nice. Nice, nice, nice. Also 500 TP, 15 Dolch, 15 Fächer, 6 Schwert und 50 MP. War da jetzt jedes Mal MP drauf? Kann das? Ja, die Switch-Parts sind immer so ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich krieg nie irgendwie was Vernünftiges hin, wenn wir switchen. Das ist immer ein bisschen schade, aber was will man machen? Was will man machen? Hier auf den Char sind auf jeden Fall noch Münzen drauf. Vielleicht kommt demnächst nochmal ein Switch-Part. Aber ich wollte mir jetzt die Münzen erstmal aufbewahren für X-Fossi. Das waren jetzt die. Ja, das zweite Mal, dass ich da Münzen aufgeladen habe. Ich habe ja da mit einer 10er den Char dann ja, auf 90 gelevelt. Und hatte dann sogar noch ein paar Münzen übrig. Was ich mir dann halt wirklich immer nur, ich glaube, zwei Tagesringe habe ich mir dann gekauft. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall war das nicht die Welt. Und ja, jetzt, also jetzt momentan mit dem Kostüm und so, fällt es immer weiter auf. Open PvP macht mit der Charmy keinen Sinn mehr. Ist einfach so. Deswegen muss jetzt X4C dran glauben für PvP. Und ja, mit M-Skills geht das natürlich nicht. Und jetzt haben wir ein paar Münzen. Was werden wir wohl demnächst machen? Ich weiß es nicht. Aber lasst euch überraschen. Morgen kommt das Video. Wirklich. Ich rendere das jetzt gerade noch. Und ja, dann geht es auch schon morgen los. Ich hoffe mal, dass es genug Leute gucken, weil ja morgen auch Ostern ist und so. Aber da müsst ihr mich auf jeden Fall unterstützen. Ich will, dass das Video viral geht, Leute. Und ja, ich würde sagen, das war's dann für dieses Video. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Bis denne. Grüße, Fossi.